Herzlich willkommen zu Haiger unterwegs, heute aus Dilbrecht. Mein Name ist Hartmut Eglinski. Im Gespräch, im familiären Gespräch mit älteren Leuten, da hört man manchmal schon mal so von den Angehörigen, ja, sie will ja auch nur das verstehen und hören, was sie hören will. Aber ich weiß nicht, ob das nur bei älteren Leuten so ist, ob das nicht auch bei jüngeren Menschen so ist, dass wir nicht alles verstehen können, weil wir es nicht wollen, weil es nicht in unser Leben reinpasst, nicht unsere Denkgebäude, nicht unser Glaubensgefüge. Ja, man nennt das auch selektive Wahrnehmung. Und ich habe das auch in manch einem Trauergespräch mitbekommen, dass die verstorbene Person vor ihrem Ableben gewisse Botschaften hinterlassen hat, die, als ich sie im Nachhinein gehört habe, für mich ganz eindeutig waren. Aber in dem Moment, wo sie gesprochen wurden, wo sie gehört wurden, konnte es von dem Mensch, mit dem ich gesprochen habe, nicht gehört werden. Es war eben noch nicht vorstellbar, dass das Ende wirklich so nah sein sollte, dass die Krankheit wirklich schon so weit fortgeschritten ist. Da gab es doch immer noch Hoffnung. Ja, so oder ähnlich erging es vielleicht auch den Jüngern Jesu, als sie zum ersten, zum zweiten und auch zum dritten Mal von Jesus gehört haben, dass er leiden wird müssen. Die dritte Leidensankündigung, die steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 18. Ich lese uns ab Vers 31, Vers 31, der Wochenspruch für diese Woche. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Seht doch, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzt haben. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Die 12 verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Ja, als ich diesen Text zum ersten Mal, zum zweiten, zum dritten, zum 10. oder vielleicht zum 100. Mal, nein, ich übertreibe. Also, wann immer ich diesen Text gelesen habe, habe ich es nicht verstanden. Das ist doch so glasklar. Warum verstehen die Jünger bloß nichts? Hat eben vielleicht etwas mit dieser selektiven Wahrnehmung, selektiven Aufmerksamkeit zu tun? Wer weiß. Auf jeden Fall hat Jesus ihnen mit diesen Worten etwas auf den Weg gegeben, was sie aufbewahrt haben im Herzen und was ihnen dann vollumfänglich nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, was ihnen dann erst wirklich verständlich geworden ist, worum es hier geht. Dass Jesus gekommen ist, um zu leiden, bevor er wieder aufersteht. Und so durch das Leiden triumphiert über das Böse in dieser Welt. Insofern triumphiert, als dass er seine Liebe ausgießt in uns, in unsere Herzen, in die Menschheit. Und doch, wenn wir den Text weiterlesen, wieder so eine Stelle, die ich oft gelesen habe. Und die Frage ist, verstehen wir es wirklich, was dann kommt? Da kommt also ein Bettler, nee, ist kein Bettler, na, vielleicht doch, ein Blinder, der nicht sehen kann, fragt, und Jesus fragt ihn: Was kann ich für dich tun? Und der Blinde sagt: Ich will sehend werden. In dem Moment, so sagen viele Ausleger, war er schon sehend, weil er erkannt hat, wer wirklich Jesus ist, wer er wirklich ist. Und er war doch noch nicht sehend, weil Jesus das heilsame Wort noch nicht gesprochen hat, dass ihm die Augen buchstäblich geöffnet hat. Und so auch heute, wenn ich darum bete, dass ein Mensch gesund wird und also um Heilung bete und sehe nichts, was mache ich dann? Höre ich auf zu beten? Verzweifle ich?
Verstehen tue ich es nicht. Da bin ich also nicht so viel besser dran als die Jünger damals. Und doch habe ich diese Hoffnung, dass Jesus Christus der Gott ist, der Gutes für uns im Sinn hat, der uns Heilung schenken will an Geist, Leib, Körper, Seele und der es zeichenhaft auch immer wieder tut. Und so wünsche ich uns allen und Ihnen, dass Sie in der kommenden Passionszeit es noch einmal neu ergründen, was das Leiden Christi für unser Leben eine Bedeutung hat. Denn wir können sagen, wir haben schon alles verstanden, dann würde ich sagen, haben wir vielleicht nichts verstanden. Wir können darum bitten, dass unser Glaube wächst, unser Vertrauen gestärkt wird. Und so segne und behüte Sie der dreieinige Gott. In Jesu Namen. Amen.